Weil ich es eigentlich. Ja, komm, jetzt Revanche gegen ihn hier. Gerade gegen den sinnlos verloren. Muss den schönen Läufer geben, das ist natürlich hier schon ein bisschen dämlich. Hängt hier bei mir was? Nee, ne? Erstmal die Schwäche hier mal attackieren. Läufer D5 ist ein Problem, ne? Ja, er nutzt meine weißfeldigen Schwächen aus, das ist natürlich Kacke. Ach so, er geht mit dem Läufer dahin, okay. Das ist alles nicht schön. Auf den weißen Feldern stehe ich katastrophal. Okay, wenigstens den Turm nach E1. Boah, der Läufer ist natürlich eine Katastrophe hier für mich. Hier ist einiges falsch gelaufen, definitiv. Schwächen provozieren. Springer H4, Dame D3 oder sowas. Sieht alles andere als lecker aus, muss ich sagen, was hier abgeht. Ist aber noch nicht aller Tage Abend hier. Springer G6. Keine Ahnung, vielleicht geht's. Er kann nicht nehmen. Dame E7. Mit Schach. Turm E6, Dame D5. Hab vielleicht noch was gefunden. Das hatte ich schon vorher gesehen. Läufer F2 Schach kann ich nehmen, glaube ich. Der Turm hängt. Vielleicht kann er Turm D7 spielen, ne? Okay, das ist natürlich Käse. Hypothese. Warum hat er nicht Turm D7 gespielt? Ah, wegen Springer F8 Schach. Läufer E5, Dame E5, Turm E7. Also muss ich mit dem Bauern nehmen. Idee ist, Turm E3 auch zu haben. Ich würde gerne Turm C6 spielen, aber der Läufer steht da im Weg. Jetzt droht Turm E6 droht hier. Dame D3 Schach. Ich habe mehr Zeit. Yes. Gutes Comeback in der Partie. Stand zuerst beschissen und dann. Das ist ziemlich knapp vorne, ne? Alter Lachs, das sind ja vier Teams, die kämpfen um Aufstieg. Das ist ja alles super knapp, ne?